In der Atmosphäre können Teilchen mit Strahlung in Kontakt kommen. Von der Sonne kommt hauptsächlich Lichtstrahlung zur Erde. Diese Strahlung können die Teilchen nicht aufnehmen. Die Lichtstrahlung der Sonne gelangt daher zum Erdboden und wird von ihm aufgenommen. Das führt dazu, dass sich der Erdboden erwärmt. Die aufgenommene Energie wird vom Erdboden wieder abgegeben, allerdings in einer anderen Form, als sie aufgenommen wurde. Der Erdboden gibt sogenannte Infrarotstrahlung ab. Nun ist es so, dass Teilchen von Treibhausgasen diese Infrarotstrahlung bei Kontakt aufnehmen können. Sie kommen dann in einen höheren Energiezustand. Sie schwingen. Die Teilchen der Treibhausgase geben aufgenommene Infrarotstrahlung auch wieder ab. Dabei ist es Zufall, in welche Richtung Infrarotstrahlung abgegeben wird. Wenn die Infrarotstrahlung wieder zum Erdboden gelangt, wird sie erneut von ihm aufgenommen und erwärmt ihn. Der Erdboden kann Licht- und Infrarotstrahlung aufnehmen. Anschließend wird die aufgenommene Energie wie zuvor als Infrarotstrahlung abgegeben. Stoffe, deren Teilchen Infrarotstrahlung aufnehmen und wieder abgeben können, werden Treibhausgase genannt. Treibhausgasteilchen sind langlebige Teilchen, daher können sie auch in die Stratosphäre gelangen, sodass der Treibhauseffekt in Troposphäre und Stratosphäre stattfindet. Treibhausgasteilchen in der Atmosphäre führen dazu, dass die Infrarotstrahlung, die der Erdboden abgibt, daran gehindert wird, die Atmosphäre direkt zu verlassen. Das führt dazu, dass der Erdboden zusätzlich erwärmt wird. Dieses Phänomen wird Treibhauseffekt genannt. Nicht alle, aber manche Teilchen können bei einem Zusammenstoß mit anderen Teilchen oder Kontakt mit Strahlung eine chemische Reaktion eingehen. Ein Beispiel sind chemische Reaktionen, die zu saurem Regen führen. Säurebildende Teilchen reagieren bei einem Zusammenstoß mit einem Wassermolekül zu einem Säureteilchen. Um das zu zeigen, nehmen wir an, dass wir auch ein Wassermolekül mit einem Sensor markieren können. Dieser wird durch den blauen Kreis dargestellt. Das in der chemischen Reaktion entstandene Säureteilchen befindet sich dann in der Atmosphäre. Es ist ein neues Teilchen, daher wird sein Signal durch den grünen Punkt markiert. Wenn es regnet, gelangt das Säureteilchen mit dem Regen zum Erdboden. Man spricht von saurem Regen. Stoffe, deren Teilchen in chemischen Reaktionen mit Wassermolekülen zu Säureteilchen reagieren, nennt man säurebildende Stoffe. Säurebildende Teilchen reagieren sehr schnell mit Wassermolekülen und haben deshalb eine sehr kurze Lebenszeit in der Atmosphäre. Die Reaktion findet meistens innerhalb weniger Tage statt, deswegen werden säurebildende Teilchen kurzlebig genannt. Sie können die Barrieretropopause deshalb nicht überwinden und gelangen nicht in die Stratosphäre. Wegen ihrer kurzen Lebensdauer können sie sich auch nicht weltweit, sondern nur in einem Umkreis von etwa 1000 Kilometern verteilen. Es gibt auch Teilchen, die keine chemischen Reaktionen in der Troposphäre eingehen und deshalb lange genug in der Atmosphäre sind, um in die Stratosphäre gelangen zu können. In der Stratosphäre gibt es andere Bedingungen für chemische Reaktionen. Dort können Reaktionen stattfinden, bei denen zum Beispiel UVC-Strahlung als Aktivierungsenergie dient. Besonders interessant sind in der Stratosphäre Reaktionen, in denen Ozonmoleküle abgebaut werden. Die Teilchen, die hierfür sorgen, heißen ozonabbauende Teilchen. Wir stellen uns vor, dass wir ein Ozonteilchen mit einem Sensor markiert haben, dessen Signal pink dargestellt wird. Treffen nun das ozonabbauende Teilchen, das Ozonmolekül und UVC-Strahlung aufeinander, dann kann eine chemische Reaktion stattfinden. Ozonabbauende Teilchen reagieren mit Ozonmolekülen unter Einwirkung von UVC-Strahlung zu Abbauprodukten. Bei diesen Prozessen wird die UVC-Strahlung in andere Energieformen umgewandelt. Die Abbauprodukte unterliegen dann weiteren Prozessen in der Atmosphäre.